Tag, liebe Lotus-Gemeinde. Hier geht's jetzt um die dritte HVZ-Linie, die Linie 3. Die 3 zwischen Augustinerstraße und Hauptbahnhof. Also Hauptbahnhof, nicht Hauptbahnhof verstärkt, aber die zumindest die 3 sozusagen über den Neumarkt hinaus verlängert bis zum Hauptbahnhof. Und gleichzeitig den Takt etwas verstärkt. So, machen wir keine lange Rede, sondern setzen uns hier gleich in Bewegung. Ja, die Sonne ärgert uns mal wieder ganz besonders mit Tiefstand. Es ist nämlich nachmittags. Ah. Das ist die 13 in dem Falle und Richtung Augustinerstraße die 1. So. Sagen wir Bescheid, dass wir los wollen. Und ab dafür. Der nächste Halt ist Bahnpostamt. Ja, die 3E ist eigentlich nicht nur eine HVZ-Verstärkung, sondern die 3E kommt zum Beispiel auch bei Sportveranstaltungen in diesem ominösen Stadion an der Augustinerstraße zum Einsatz. Da dann allerdings meist mit Fahrgästen vom Hauptbahnhof bis zu diesem Stadion nonstop, also im Konvoi, zum An- und Abtransport, vielleicht mal halt am Neumarkt noch. Wobei immer noch nicht so ganz klar ist, was das für ein Stadion ist. Wir lassen das einfach mal offen. Fest steht, es sind friedliche Fans. Unsere Wagen gehen hinterher nicht kaputt. Oh nee, schon wieder ein Berechnungsfehler nicht gesehen. Ach Mensch. Ich habe die ganze Karte abgeflogen nach irgendwelchen Berechnungsfehlern und sowas siehst du natürlich wohl auch nicht. Wenn du aus ungefähr dieser Höhe guckst, siehst du das nicht, dass hier was falsch berechnet ist. Oh Mann, ey. Das bringt mich noch zur Verzweiflung. Warum bleibt das nicht so, wie das schon mal ausgerechnet war? Es ist zum Verzweifeln. Psst. Ganz ruhig bleiben, Herr Dobermann. Der nächste Halt ist Stadtpark. Thank you.
Wir sind hier ganz normal in der HVZ im Einsatz. Auf unserem bisherigen Fahrplan hier beginnt die HVZ eigentlich ein bisschen zu spät. Nämlich erst um 16 Uhr. Das wird sich dann spätestens bei dem Fahrplan, den wir dann hier im Spiel erstellen, ändern. Und die HVZ setzt dann so ungefähr um 2:30 bis 3 ein. Dafür dann vielleicht nicht ganz so lange, also nicht bis um 8. Falsche Taste. Tolle Effekte. Und der nächste Halt ist Johanneskirche. Schön, wenn es nachlässt. So. Johanneskirche angekommen. Und hier schließen wir den Fahrgastwechsel ab. Setze Blinker. Und machen uns unbedingt bemerkbar. Und der nächste Halt ist Neumarkt. Ja, dann sind wir mal gespannt, wann hier so die nächsten versprochenen Features Einzug halten. Das Dumme ist nur, solche Features bringen dann meist wieder Arbeit mit sich, weil KI, Fußgänger-KI muss ich natürlich dann auch Pfade verlegen. Keine Ahnung, wann das sein wird. Ich hätte eigentlich schon mit dir gerechnet, dass es spätestens zum 2-Jahres-Early-Access-Jubiläum irgendwas Neues mal gibt, aber naja, war ja nun nicht. Wettereffekte oder Sonneneffekte waren ja wichtiger. Die wieder einen Haufen Content zerstört haben, beziehungsweise beeinflussen. Tja, ich sage immer, das ist das Oriolus-Sabotage-Team. Das hat wieder ganze Arbeit geleistet. Weil es war nämlich nicht nur eine Fontäne von Kartoffelphantom, die jetzt scheiße aussieht. Da waren ja noch andere Sachen, die durch diesen Effekt nicht mehr funktionierten. Und sogar Objekte, die komisch aussahen. Hm.
So, hier fahren wir denn geradeaus. Und unser nächster Halt ist Landgericht. Na, wenn da jetzt einer kommt. Ein Blick über die Elbe. Tja, sowas kommt von sowas. Das ist, wenn man sich versammelt oder nicht aufpasst, dann muss man rausgehen und Weiche stellen. Wären wir jetzt in einem anderen Simulator, würden wir das machen. So mache ich es mit der G-Taste und tue so, als ob ich mal kurz aufgestanden bin. So, wir biegen also nach links ab. Normalerweise kann man die Weiche auch elektrisch stellen, aber dazu muss man vielleicht mal ein bisschen aufpassen beim Fahren. Die Phase hier ist ziemlich kurz. Sollte man beachten. Wenn man Streckenkenntnis hat, ist das auch nicht so wild. Nur wenn man neu ist in Sonnenburg, dann könnte das vielleicht zu kurz sein. Ups, ich bin zu schnell. So, und der nächste Halt ist Bayernstraße. Fahren wir in unsere Gleisverschlingung. Die einzige Gleisverschlingung im Sonnenburger Netz. Wir blicken kurz rechts. Da wir ausschwenken und dann wechseln wir einen Blinker, weil wir hier wieder einschwenken. KI ist hier leider nicht immer so gnädig, dass er uns durchlässt. Da muss man leider ein bisschen achtsam sein. Und der nächste Halt ist Uniklinik. Ich habe ja auch eine Maus. Ich könnte ja auch die Maus nehmen für sowas. In anderen Spielen geht das auch. So. Unser nächster Halt ist dann Borchardt-Schule. Ja, hier weiß ich noch nicht so richtig, wie ich die Abschlüsse, die Sichtabschlüsse machen soll.
Also, solange wie ich das nicht weiß, lasse ich das lieber auf. Nicht, dass sich da irgendwer drüber aufregt, dass man da ins Weite gucken kann. Ja, die Schäler dürften schon alle zu Hause sein. Vor etwas nach 15 Uhr hätte ich eingestellt. Nächster Halt ist freier Platz. Hier mal aufpassen, wir hier den Verkehr von rechts. Kommt aber nichts. Jo, dann biegen wir mal hier ein. Schauen, ob hier nichts kommt. Und unser nächster Halt ist Augustinerstraße. Dieser Wagen endet hier. Bitte alles aussteigen. Sie haben Anschluss zum Bus der Linie C nach Waldhausen. Das dürfte dann später wirklich so klappen, weil ja in den Taktpausen die Buslinie C unterwegs ist und wir ja quasi versetzt zur 3 eingesetzt sind. Und hier kann dann ganz bequem umgestiegen werden in Richtung Waldhausen. Beziehungsweise diejenigen, die ins Zentrum von Waldhausen wollen. Die müssen natürlich auf die nächste Straßenbahn warten. So. Alle rausgelassen. Nochmal gucken, ob alle ausgestiegen sind. Ja, ist leer. Keiner mehr drin. So, gut. Und noch fahren können. Dass die sich ja mal dort stehen. So, mit einem Solowagen reicht's bis zum Mast. So, der Mast ist unser Maß hier. Zum Rückwärtsfahrenden. Das übliche Spiel. Fahrstufen aufschalten und nach hinten laufen. Müssen wir jetzt ja dann alles noch nicht. Wir können noch so rückwärts fahren. Man darf die Tür aufmachen, man muss es nicht unbedingt. Und Federweichen, also die Weichen liegen. Muss auch keine Weiche gestellt werden.
Ja, hier müsst ihr ein bisschen schätzen. Bis zu dem Baum hier müsste es eigentlich reichen. Mal gucken. Nö, das hat gereicht. Ja. Ja, ach, pff. Passt noch ein LKW zwischen. So, wieder auf Null. Kiste zu. Tür geht von alleine. So, und dann... Ja, stellen wir hier mal das Ibis noch auf die Rückroute. Das ist die 2. Auf 0. Hast es jetzt? Ja. Gut. Wird ja nicht los. Startet hier und immer eine halbe Stunde zu früh ist. Mache ich mal kurz Stopp. Ja. Und dann steht ja diese Woche noch was Interessantes an. Tramsim erscheint am Donnerstag. Tja, da sind wir doch schon mal gespannt. Ob wir da mal eine schöne, entspannte Feierabendrunde fahren können. Weil ich muss ja auch mal was anderes machen. Ich kann ja nicht immer bloß an Sündenburg basteln. Spätestens wenn die KI-Pfade für die Fußgänger-KI einzubauen sind, wird das hier wieder ein Akt des Erbrechens. Wenn man dann irgendwann abends keine Lust mehr hat und dann mal was anderes braucht. Und ja, wenn wir Berliner Luft nicht haben und Linie M1, nehmen wir halt Wiener Luft und Linie 1. Nächster halt freier Platz. Unser nächster Halt ist Burchardtschule. Und der nächste Halt ist Uniklinik.
So. Kann das nämlich auch. Und der nächste Halt ist Bayernstraße. Den lasse ich mal lieber durch. Nee, den lasse ich durch. Der bleibt mir auf dem Gleis stehen. Deshalb hier lieber stehen bleiben. Wenn er eh noch durch die Kurve durch ist. Und man selbst noch nicht drüber. So, jetzt kommt dieser Fakt. KI von hinten. Sieht nicht so aus. Bei meinem Blinken wird hier geflissentlich ignoriert. Ob ich hier nur blinke oder... das mehr darf ich jetzt nicht sagen. Oder der Hund bellt so. Ob ich hier nur blinke oder der Hund bellt, das ist egal. Ich werde trotzdem ignoriert. Unser nächster Halt ist Landgericht. Die Stelle im Netz mit dem fast schlimmsten Performance-Einbruch. Der zweitschlimmste ist am Rothauser Platz, wenn man aus Richtung Bahnhof kommt. Da ist auch ein Performance-Einbruch, den ich mir nicht erklären kann. Hier schon, aber nicht am Rothauser Platz. Okay, ich bin noch nicht dran. Entschuldigung. Aber jetzt verbeiß ich's. Und weiter jetzt über der Elm. Oh ja, bis hinten. Flusslandschaft. Schon wieder keine Verkehrsschilder, das lädt schon wieder nicht nach. Jetzt. So, Neumarkt. Wollen wir alle Türen aufreißen?
Ja, die nächsten beiden Teile werden dann E4 und E5. Weiß ich noch nicht, ob ich das in einem Zug mache. Obwohl das, glaube ich, nicht so günstig wäre. Ich werde wohl E4 und dann E5 machen. Obwohl das eigentlich beides das gleiche ist. Nur entgegengesetzte Richtungen. Aber ich mache es trotzdem mal. Oh, Phase ist gerade weg. Das schaffen wir nicht. Rumpel, rumpel, rumpel. Meine. Ja. Ja, gestern das Fix habe ich, ja, hat man ja gesehen, auf der Hinfahrt, dass da schon wieder ein kleines Stück falsch berechnet ist, aber das ist nur eine Gleiseindeckung, da werde ich jetzt nicht noch einen Fix nachschieben. Mir war es aber wichtig, dass wir die Findorfer Ecke da wieder in Ordnung haben. Wenn denn mal so ein Streifen vom Gleis sozusagen, so ein Pflichtstreifen vom Gleis falsch berechnet ist, das ist verkraftbar. Aber nicht, wenn eine ganze Strecke, also wenn eine ganze, Gleisstrecke nicht mehr zu sehen ist. Das fand ich ein bisschen dolle hart. Und habe mich deshalb für das Fix entschieden. Leider mit dem Effekt, dass man jetzt schon so einen Zwischenstand für die Buslinie A sehen kann. Das ist aber noch ganz rudimentär. Also mit der Fahrleitungsanlage bin ich bis zur Universität gekommen. Wer das alte Stadtbusnetz kennt, der kennt ja diesen Streckenast. Der ganze restliche Teil bis Erlenhof Klinikum, der muss also noch gebaut werden und das ist ganz schön, ganz schöner, naja, ich will es mal so ausdrücken, ist ganz schöner Umstand, das zu bauen mit der U-Bus-Fahrleitung. Ist im Grunde genommen eigentlich auch ein bisschen verrückt, weil das ist ja eigentlich nur eine optische Geschichte. Und im Grunde genommen ist dieser Bau jetzt, so wie ich ihn jetzt mache, eigentlich die Umdrehung dessen, was ich sonst mache. Sonst ist eigentlich das Straßenmarkierung setzen und KI-Verkehr einbauen so ziemlich das Letzte, was ich mache an irgendwelchen bestehenden Strecken. Sondern da baue ich natürlich erst ein bisschen was rechts und ein bisschen was links und so weiter und so fort, dass ich ungefähr weiß, was da überhaupt an Motiv hin soll. Und hier ist das jetzt wirklich völlig umgedreht. Da ist zuerst wirklich nur die Straße da und die Infrastruktur. Also sprich, die Beschilderung, Straßenbeschilderung. Vielleicht noch Laternen kommen auch noch. Und dann wirklich nur die U-Bus-Fahrleitung. Hallo? Das war jetzt wieder klasse. Ja, wenn du hier nicht mal, wenn du angefahren kommst, ein Signal hast. Weil das immer alles so ewig nachlädt, eh. So, und der nächste Halt ist Steinmetzstraße, Technisches Rathaus.
Der nächste Halt ist Stadtpark. Bin jetzt mal verdachtlos gefahren. Ey, was ist ja kein Verkehr? KI-Verkehr von vorne. Kannst nicht gucken, ob Signal geschalten hat. Ich hab bloß so blöd angehalten. Dass ich den Balken, den leuchtenden Balken, wieder nicht gesehen habe. Und der nächste Halt ist Bahnpostamt. Ach, wie ich mich wieder ärgere hier über diese Stelle. Na, wenigstens sind die weg, die Linksabbieger. So sehe ich das Signal überhaupt nicht. Das ist schon besser. Mann, mit Doppel-N übrigens. Und Ausruf. Drei Ausrufezeichen. Mann. Und wir sind wieder am Hauptbahnhof, unserem Ausgangspunkt. Und da ist hier richtig Drängelei dann nachher im in der Berufsverkehrszeit, wenn hier 1E, 2E, 3E fahren, denn brummt das hier. Da bricht die Performance richtig ein. Wie am Rathaus Spandau in Omsi. Dennoch die regulären Linien dazwischen. Nee, das wird schön. Ich freue mich darauf, wenn hier ein bisschen Merkverkehr ist. So. Jetzt Außengleis Mitte 3. Obwohl, nee. Wir biegen ja ab. Nee, den Innengleis. Und dann standen wir vorhin verkehrt. Nee, wir biegen ja ab da vorne.
So. So mit O. Und dann haben wir jetzt Pause. Und wir haben unser Ziel hier für heute erreicht. Na. Was ist denn das hier wieder? Und ich gehe jetzt mal schnell rüber in den Hauptbahnhof und hole mir einen Kaffee. Ha! Und damit sage ich wie immer